dreimal gut gesagt. Ja, aber das ist ja ein neuer Take wieder. Wir müssen wieder so tun, da sehen wir uns das erste Mal. Das erste, dass wir uns das erste Mal sehen. Gut. Herr Brandt, das scheint sich jetzt ein bisschen zu drehen hier momentan mit den Zweitstimmen. Was sagen Sie dazu? Ja, manche verwechseln ja das, den Auszählungsstand mit den Hochrechnungen. Ja. Die Hochrechnungen preisen ja ein, was in Zukunft noch so passieren wird, dass die Auszählungen besser aussehen für uns. Lässt sich logisch erklären, ich hoffe, das bleibt so, gar keine Frage. Ja. Lässt sich dadurch erklären, dass kleinere Wahlkreise, insbesondere auf dem Land, wo wir stark sind, zuerst ausgezählt werden. Und das führt halt dazu, dass der Auszählungsstand momentan besser ist als die Hochrechnung. Ich hoffe, es bleibt so. Okay. Also, was den Auszählungsstand angeht. Gucken wir mal, was da in Zukunft passiert. Momentan, was ist Ihre persönliche Meinung zum Ergebnis? Sind Sie enttäuscht oder sind Sie glücklich? Die Frage wird ja öfter gestellt heute Abend. Zwischen Enttäuschung und glücklich gibt es da so einen gewissen Raum, sage ich mal. Ich würde sagen, zufrieden. Ja. Dieser letzte Swing jetzt hin zur SPD, zu Herrn Woidke, sage ich mal. Müssen wir gucken, woran das lag. Ich vermute mal, die Altparteien tun sich zusammen, die scharen sich immer um den Stärksten. Wir hatten das vor ein paar Jahren schon mal. Strategisch wäre. In Sachsen-Anhalt hatten wir es vor ein paar Jahren schon mal, dass wir also am Tag vor der Wahl weit vorne lagen. Plötzlich lag die CDU dann vorne. Und ich muss in gewisser Weise auch sagen, wobei ich ihn jetzt weder kenne noch mag, und vielleicht ändert sich das heute Abend auch noch, hoffentlich, aber mutig schon von Woidke zu sagen, ich gehe all in, zu einem Zeitpunkt, als die AfD ja in den Umfragen noch vorne lag. Vor dem Hintergrund hat sich sein, also der persönliche Einsatz im Sinne von, ich gehe in All-In, gelohnt. Die SPD rettet das nicht, ja. Die SPD ist ein Trümmerhaufen. Wir kennen Scholz an der Spitze. Die haben Deutschland ruiniert, aber die sollen sich jetzt mal zwei, drei Tage über Woidke freuen. Dann ist auch gut. Okay. Ich versuche ja immer ein bisschen von beiden Seiten zu berichten. Wie beide Seiten? Auch was die Gegendemonstration anging. Hier waren so 20, 30, die was gesungen haben, ne? Ja, es gab sogar noch ein paar ein Stück weiter hinten, ne? Schwer zu schätzen. Ich würde sogar sagen, um die 150, 200 waren so sicherlich. Also ungefähr so viel wie bei uns hier. Ja, wahrscheinlich, wenn man das ja alles zusammenzählt. Und sie haben als Hauptargument gebracht, warum man nicht die AfD wählen könne. Ich weiß, sie sind so sehr rhetorisch starke Gespräche und Auseinandersetzungen gewöhnt, aber es war ihnen tatsächlich ganz einfach. Ein ganz einfacher Satz. Sie haben einfach nur gesagt, das sind Feinde des Lebens. Ja. Das war das Argument. Und ich weiß, Sie erwarten sicherlich jetzt mehr, aber was wollen Sie denn darauf sagen? Ja, ich kenne Sie ja jetzt auch. Haben Sie das mal hinterfragt, was das bedeuten soll? Ein Feinde des Lebens. Feinde des Lebens. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Also wenn mir eine lebensbejahende, optimistische Partei anfällt, dann sind das wir von der AfD. Das ist doch ein Satz. Ja, oder? Was soll man da sagen? So ein Quatsch, Feinde des Lebens, ja. Habe ich auch noch nie gehört. Und also, Sie wollen das Bürgergeld bekämpfen. Wir? Ja. Ja, aber die CDU ja inzwischen auch. Ja. Allerdings war die CDU im Bundestag noch dafür. Wir haben damals schon gesagt, Leute, das ist hochproblematisch. Die CDU schwenkt da langsam so unsere Linie ein. Was ist das Problematische am Bürgergeld? Das Problematische ist, dass der Sozialstaat da so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Der Sozialstaat ist dafür da, diejenigen, die arbeiten wollen, aber nicht arbeiten können, die müssen gut versorgt werden. Und zwar, das sage ich ganz bewusst, besser versorgt werden als heute. Der Sozialstaat ist nicht dafür da, dass die Leute, die arbeiten können, aber nicht arbeiten wollen, dass die durchgefüttert werden. Und das ist halt der Riesenunterschied zur Auffassung zu den anderen, den wir vertreten. Ja, man sagt sich, Feinde des Gratislebens. Ja. Das haben Sie jetzt gesagt? Okay, das hat der Chat gesagt. Ich ja, dann gerade. Muss es ja stimmen. Dann vielen, vielen Dank. Danke Sie gleichfalls. Wer ist der Herr? Das ist Herr Brandner. Auch ein... Ich jetzt? Ja, ja. Ja, wer kennt mich denn da nicht? Ja, ich weiß es Hallo? Auch nicht. Hallo? Ich glaube, da müssen wir was tun, oder? Mann! Es geht ja bald wieder Wahlkampf, auch im Bundestagsbereich. Machen Sie weiter, Herr Brandner? Alles klar. Alles klar? Vielen Dank für das Interview. Bis zum nächsten Mal wieder, weil ich reite dich auf. Immer gerne, Tschüss. Immer gerne. Alles Gute.